Einen wunderschönen guten Morgen. Ich renne jetzt hier durch dieses 70er-Jahre-Charme-Seminarhotel. Es ist hier schon wieder kein Mensch. Das ist echt ein bisschen spooky hier. Na egal. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Wir fangen nämlich erst ein bisschen später an. Und ich werde jetzt zu ATU fahren und gucken, ob ich für mein Auto so einen Dachgepäckträger kriege. Weil wenn man in Skiurlaub mit dem Auto fährt, hat man immer so viel Gepäck. Und da finde ich so einen Dachgepäckträger total hilfreich. Vielleicht haben die das ja auch. Guck mal, jetzt habe ich mich aber erschreckt hier. Das Ding steht da. Mal sehen, ob ATU mir jetzt weiterhelfen kann. So, ich gehe jetzt hier mal rein. Muss er bestellen. Das bringt mir ja nicht so richtig viel was, ne? Aber der war sehr nett und der sagt, da hinten ist noch so ein Autoteileladen. Vielleicht hat der das. Also gehe ich da jetzt mal hin. Haha, es hat funktioniert. Und zwar besorgen die mir alles bis morgen. Und morgen bin ich auch noch hier und fahre ja morgen erst weiter. Und dann fahre ich morgen hier nach dem Seminar einfach gleich hierher zu TE Autoteile. Da bin ich gerade. Total nett. Und dann schraube ich mir das selbst an. Das machen sie selbst nicht. Aber sie sagen, es ist Baby Eier leicht. Da bin ich ja mal gespannt. Das mache ich dann morgen. Und dann fahre ich mit meiner Dachbox weiter. Und weil das alles so schnell ging, gehe ich jetzt hier noch mal kurz einkaufen. Ich brauche vielleicht noch ein bisschen Unterwäsche. Ich habe irgendwie gar keine Unterwäsche mehr. Und ich finde ja Bergisch Gladbach, die Verkehrsführung ist ja der Hammer. Die Durchgänge im absoluten Notfall. Wo soll ich denn hier längs? Ach, hier. Die sind so komische Kreisverkehre und dann sind das immer so Inseln. Ich komme gar nicht zurück. Man muss dann immer irre lang wieder geradeaus fahren, bis man zurückkommt, wenn man sich irgendwie verfahren hat. Das ist echt böse. Das habe ich noch nie erlebt in einer anderen Stadt, dass das so kompliziert ist. Also wie meine Freundin sich hier zurechtfindet, ich bin total begeistert. Da braucht man echt ein bisschen Grips hier. So, jetzt geht's hier rein. Ist ein bisschen abgerockt hier. Ach, jetzt habe ich wunderbar eingekauft. Hui. Hier ist die Sonne so schön. Und jetzt geht's schnell wieder zurück zu meinem Auto und dann ab, wieder nach Rösrath. Ich bin wieder da. So, und hier riecht es irgendwie nach Rosenkohl oder sowas oder nach Kohl. Und ich habe Hunger, ich habe heute noch gar nichts gegessen. Und jetzt geht es auch los bei uns hier mit einem Mittagessen. So, mal gucken, wo die alle sind. Man hört was, ne? Man hört was. Ich bin dem schönen Geruch gefolgt und hier gibt es Seelachsfilet und Pasta und Rösti und so weiter und so fort. Und ich habe mich für Seelachsfilet entschieden, habe ganz wenig von der Pasta genommen. Und jetzt mache ich mir hier noch so einen schönen Salat. Ja, schönes, schönes. Und zum Nachtisch noch einen schönen Latte Macchiato. Der Nachmittagssnack, es gibt Kuchen. Noch ein kleines Küchlein und jetzt noch ein Kaffee, das ist doch. Kann ich mir mal eine Antwort? Ich habe gerade, wir hatten hier gerade so eine Gruppeneinteilung. Und da gab es diese und ich habe die einfach gleich aufgegessen, so ein Scheiß. Und jetzt sagt hier gerade mein Kollege, sie darfst aber nicht essen, sonst kommst du nie unter 100. Und er hat ja recht, er hat ja recht. Wir haben fertig für heute und guckt mal, wie schön das hier gemacht ist für uns. Hier werden wir gleich Armbrot essen. Toll, das ist der Fünder. Das ist ja der Oberknaller, was es hier heute Abend gibt. Meine Güte, guckt euch das an. Wow. Sie hat neue Kollegen bekommen. Ach, ist das herrlich. Es sieht gerade ein bisschen grün alles aus, weil hier wechselt ständig das Licht. Ah, jetzt guck mal, jetzt sieht man das auch mal, was es ist. Es bleibt auch grün, weil es sind nämlich Bohnen und Spinat mit Zander. Und dann habe ich mir da noch ein bisschen Wildreis geholt, ein Kartoffel und ein bisschen Käse. Und zum Abschluss gibt es noch Tiramisu. Es ist 1.21 Uhr und wir haben bis eben getanzt und gefeiert und gesungen und ich bin total heiser. Ich war noch niemals in New York und so weiter und so fort.
pur und atemlos und wie sie alle heißen, diese ganzen Kassenschlager. Nee, wie heißt das? Na, ihr wisst schon, was ich meine. Oh, ich bin total knülle. Oh, meine Stimme. Ich hoffe, ich muss morgen nicht so viel reden. Ich glaube nicht. Ich lege mich jetzt ins Bett. Morgen geht das nämlich morgen früh, geht das hier gleich weiter. Volle Kanne. Mal gucken, wie ich morgen drauf bin. Gute Nacht. Also das war aber heute Sport. Ne? So, tanzen ist Sport.